Hey, ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zu diesem Update-Video bezüglich der ORWF. Ja, bevor ich eben mal mit den anderen Sachen anfange, die ORWF beginnt am 8.11. um 20:30 Uhr. Nichtsdestotrotz möchte ich euch noch ein paar andere Sachen jetzt erstmal sagen, die mir auf dem Herzen liegen. Nämlich, was mir ganz wichtig ist für euch, dieses Video ist die vorerst letzte Videoankündigung für die ORWF. Jetzt nicht denken, dass ich aufhöre. Den Gefallen tue ich einigen Leuten nicht, die es wahrscheinlich wünschen würden. Ich werde definitiv nicht aufhören. Aber ich habe momentan sehr wenig Zeit aufgrund des Studiums, weil ich sehr viele Kurse belegen muss und auch Klausuren schreiben muss. Und daher habe ich mir gesagt, wird es erstmal demnächst kaum Ankündigungsvideos geben. Aber ich gebe euch Möglichkeiten, auf dem neuesten Stand zu bleiben, wie es eben halt um den Onkel Rabe besteht. Da habe ich nämlich mal jetzt zwei Seiten noch, die ich euch hier in diesem Video noch zeigen werde. Zum einen ist da meine Facebook-Seite zu nennen, ja. Da könnt ihr auch gerne mal nachschauen. Dieses Logo ist natürlich noch alt, keine Sorge, das wird auch bald ersetzt. Also ich habe die erstmal nur so sporadisch aufgesetzt. Das ist die Seite, die eben mal von mir selber erstellt wurde. Ich mache ja normalerweise kaum Promoting für mich selber oder sowas. Aber ich mache das in diesem Fall, weil ich sonst euch nicht anders sagen kann. Wie geht's weiter mit der ORWF oder anderen Livestreams oder Let's Play-Projekten? Da werde ich immer zwischendurch mal einen kleinen Post raushauen. Außerdem habe ich noch eine andere Seite für euch, nämlich meine Twitter-Seite. Ja, da werdet ihr auch immer mal wieder informiert darüber, was ich so treibe, wann ich live gehe in den Livestreams. Das wird da auch immer sofort angezeigt. Und eben halt auch die Videos werden da angezeigt, sobald sie offen veröffentlicht werden. Deswegen bitte ich darum zu verzeihen, dass ich momentan wirklich sehr wenig Zeit habe, die Videos hochzuladen. Das wird sich bald wieder beheben, sobald ich da so einen kleinen Rhythmus reinkriege. Das kennt ihr ja von mir. Ich muss immer so einen kleinen Rhythmus bekommen, sonst wird das nichts. Aber das wird sich bestimmt irgendwann wieder einspielen. Solange könnt ihr über die Facebook-Seite oder über Twitter eben halt auf dem neuesten Stand bleiben. Außerdem gibt es auch immer mal wieder Möglichkeiten, mich anzuschreiben über Skype. Die meisten haben mich ja bei Skype, die sich wirklich noch für die Sachen von Onkel Rabe interessieren. Da werde ich sowieso auch bald mal meine Liste aufräumen, weil ich ein paar Leute im Verdacht habe, dass sie einfach nur immer sich bei mir melden, wenn sie was brauchen. Ansonsten eben halt nicht. Da werde ich demnächst auch mal aufräumen. Aber das ist jetzt eine Sache, die gehört eigentlich nicht hierhin. Das ist nur mal so eine Andeutung. Und was wichtig ist, ich habe, wie gesagt, ich antworte auch. Man muss nur nicht immer denken, weil ich da auf Rot geschaltet bin, dass ich nie da bin. Wenn ich Zeit habe, antworte ich auch. Nur mal so als Info. Lasst euch da nichts von irgendwelchen anderen Leuten erzählen. Es kann dann zwar ein bisschen dauern, weil ich viel zu tun habe, aber ich antworte auch. Das nächste, was noch dazu kommt, wie gesagt, nochmal die letzten, die absoluten Informationen für die ORWF diese Woche am 8.11. um 20:30 Uhr. Ich freue mich, euch dann zu sehen. Bis dahin, sprach der Raven halt nimmermehr und bleibt sauber.